Herzlich willkommen. Mein Name ist Silvio Fritsche und ich zeige dir in der Yoga-Einheit den Kopfstand. Bevor es losgeht, möchte ich dir noch ein bisschen was dazu sagen, worauf du besonders achten solltest. Ich habe die Brit dabei, eine erfahrene Yogalehrerin aus Magdeburg. Wir sind gerade in Ghana, haben hier einen wunderbaren Raum und haben mal Zeit, dir für dich das Video zu erstellen. Für den Kopfstand ist es wichtig, dass du weißt, du solltest auch in der Umkehrposition in die natürlichen Kurven deiner Wirbelsäule kommen. Du solltest deshalb besonders viel Aufmerksamkeit auf die Halswirbelsäule lenken, wenn du im Kopfstand bist. Vermeiden solltest du das Überstrecken des Kopfes. Dadurch ist ganz viel Gewicht dann auf die Halswirbelsäule und das kann den sensiblen Bereich absolut beanspruchen und hier entsteht ein Verletzungsrisiko. Deshalb ist es für dich wichtig, dass du wirklich den Punkt findest, wo du den Kopf, den Scheitel deines Kopfes auf den Boden ablegst. Wie das geht, zeige ich dir. Was du auch vermeiden solltest, ist, dass du mit Schwung in den Kopfstand springst. Du brauchst eine starke Bauchmuskulatur, um dann wirklich Schritt für Schritt in den Kopfstand zu kommen. Der Kopfstand ist tabu für alle, die mit dem Yoga erst anfangen. Also du brauchst ein gutes Körperbewusstsein, deine Schultern sind offen. Du brauchst eine Kraft in deiner Körpermitte, aber auch wenn du Probleme in deiner Halswirbelsäule hast, Bandscheibenvorfall, Kopfstand, Tabu, auch für Leute mit hohem oder niedrigem Blutdruck wird der Kopfstand nicht empfohlen oder für Leute mit erhöhtem Augendruck. Die Stunde ist so aufgebaut, dass du lernst, erstmal auch Länge zu schaffen in deiner Wirbelsäule, dass du den Punkt findest, auch wo du dann den Kopf ablegst. Du wirst mit deiner Körpermitte in Verbindung kommen und dann zeigen wir dir zwei Möglichkeiten, die du dann entsprechend mit uns üben kannst, um in den Kopfstand zu kommen. Für dich ist es wichtig, probier das einfach aus und ich habe 2 Jahre gebraucht, um den Kopfstand zu lernen. Das ist so ein Herantasten, Schritt für Schritt. Du kannst auch die Wand später als mögliche Unterstützung nehmen. Probier es einfach mal aus. Wenn dir das Video gefällt, klick auf Gefällt mir oder schreib uns einen Kommentar, wie du mit dem Video zurechtkommst, sind daran interessiert. Schließ mal für einen Moment deine Augen. Zieh mal die Gesäßhälften auseinander, erde dich über die Sitzbeinknochen. Und dann schieb die Krone deines Kopfes Richtung Decke. Beginn dich aus deiner Körpermitte heraus aufzurichten. Kannst dich innerlich auf den Kopfstand vorbereiten, Shirsasana. Ist auch der König der Asanas. Ist eine ganz klassische Yoga-Position, eine Umkehrhaltung. Wird beschrieben, dass du dadurch mehr Selbstbewusstsein erlangst, Vertrauen in dich entwickelst. Aber vor allem auch Dinge aus einer neuen Perspektive sehen, betrachten kannst. Iyengar schreibt in seinem Buch, dass es dann auch nach dem Kopfstand Glücksmomente entstehen können. Also ist eine Position, die viel Freude in dein Leben bringt. Und gleichzeitig ist der Kopfstand eine herausfordernde Yoga-Position, die du nur üben solltest, wenn du gesund bist, wenn du in deinem Körper auch angekommen bist. Und dann atme aus, öffne die Augen. Eine schöne Übung, um Länge zu schaffen. Schieb mal den linken Arm hinterm Rücken zu deiner rechten Flanke, zieh den noch ein bisschen rüber, kannst ein bisschen nachhelfen. Und dann die rechte Hand zum Hinterkopf. Schließ die Augen. Und jetzt drück mit deinem Kopf sanft in die Handfläche deiner rechten Hand. Und beginn dich mit jeder Einatmung aufzurichten. Jetzt bekommst du ein Gefühl, was es heißt, in seine natürlichen Kurven anzukommen, also die Wirbelsäule auszurichten. Spür die Kurve in deiner Lendenwirbelsäule, den linken Unterarm und zieh die Schultern ganz sanft nach hinten unten, um auch in deiner Halswirbelsäule ausgerichtet zu bleiben. Deine Bauchwand ist aktiv, die Gesichtsmuskeln vollkommen entspannt. Zwei, drei tiefe Atemzüge. Dann
Löse auf, wechsel, öffne die Augen, andere Seite, die rechte Hand hinterm Rücken, die linke Hand zum Hinterkopf und dann Schaffellänge. Ganz sanft den Hinterkopf in die linke Handfläche drücken. Und merk dir das Gefühl, jetzt in die Aufrichtung zu gehen. Das brauchst du später für den Kopfstand in der Umkehrung. Im Kopfstand befindet sich das Becken genau über der Krone deines Kopfes, so wie jetzt, also nur in der Umkehrung. Damit hast du wenig Gewicht auf deiner Wirbelsäule. Das Gewicht ist später verteilt auf der Krone deines Kopfes und auf den Ellenbogen. Und dann ausatmen, langsam lösen. Jetzt zeige ich dir, wie du den Auflagepunkt für den Kopfstand findest. Du nimmst einen Block oder es geht auch ein Buch und du legst den Block auf die Krone deines Kopfes ab, so dass der möglichst gerade ist, oben bleibt. Und du merkst und du stellst fest für dich, dass es nicht die Stirn ist, die abgelegt ist, sondern tatsächlich der Scheitel deines Kopfes. Jetzt schieb mal die Krone deines Kopfes gegen den Block. Schließ die Augen. Spür den Block, den Auflagepunkt und drück dagegen. Bleib in der Aufrichtung. Zieh die Ohren ganz leicht hinter die Schultern. Dann atme aus, öffne die Augen, leg den Block zur Seite und komm an in Adho Mukha Svanasana im herabschauenden Hund. Komm in den Vierfüßlerstand am Anfang deiner Matte. Finde hier eine stabile Position und dann schieb mal den rechten Fuß nach hinten, den linken dazu. Arme gestreckt. Auch hier achte mal auf deinen Rücken. Zieh deinen Bauchnabel nach innen, um hier Länge zu schaffen. Ganz aktive Beine, Oberschenkel drehen leicht nach innen, schieb die Fersen nach hinten, die Krone deines Kopfes nach vorn, ausatmen in den herabschauenden und ganz schön. Finde dich hier ein, schließ mal die Augen, drück die Hände, beug die Beine und dann schieb ganz großzügig das Gesäß nach oben, nach hinten, dreh die Oberschenkel nach innen, hinten und dann geh sanft in die Dehnung. Auch hier im herabschauenden Hund achte schon mal darauf, wirklich hier im unteren Rücken lang zu bleiben, also nicht rund, sondern Länge zu halten. Deshalb beug lieber leicht die Beine, schieb das Gesäß höher, um hier in den Kurven zu bleiben. Schau nach vorn zu deinen Händen, beug mal die Arme ganz leicht, Schulterblätter zueinander, streck die Arme. Nochmal die Arme beugen, aus den Schultern heraus strecken. Und dann schieb nochmal die Knie, Gesäß nach hinten oben. Einatmen in die Liegestütz, gehst jetzt durch zwei Sonnengrüße, ausatmen, ablegen, schweb zum Boden. Sanft einatmen in die Kobra, öffne dich. Gib Gewicht auf die Hände, auf die Füße, herabschauender Hund, ausatmen. Einatmen, schau nach vorn, den rechten und den linken Fuß nach vorn ziehen, zwischen die Hände, Kopf anheben, ausatmen, Verbeugung, Uttanasana. Es gibt Gewicht auf die Füße, bring mal die Hände an die Hüften, einatmen, komm hoch zum Stehen, ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, die Arme über vorne nach oben, ausatmen, über den Stuhl in die Vorbeuge. Rücken lang, halbe Vorbeuge. Ausatmen, herabschauender Hund, links, rechts, nach hinten, herabschauender Hund. Einatmen, Liegestütz, ausatmen, zum Boden schweben. Sanft in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links nach vorn, rechts dazu, halbe Vorbeuge. Ausatmen, volle Vorbeuge, Uttanasana. Gib Gewicht auf die Füße, einatmen, schieb die Arme über vorn nach oben. Ausatmen, Hände zum Herz, eine letzte Runde. Einatmen, schieb die Arme zur Decke. Ausatmen, über den Stuhl in die Vorbeuge. Rücken lang ziehen ein. Rechts, links, nach hinten, in den herabschauenden Hund steigen. Liegestütz, neues Einatmen, zum Boden schweben, ausatmen. Sanft in die Kobra, ausatmen, herabschauender Hund. Bleib hier, halte das.
Schaff Länge in deinem Rücken, beug die Beine ganz leicht, schieb nochmal das Gesäß hoch. Kipp hier im Schulterbereich nicht runter, sondern haltet hier, bleib hier stabil. Arme nicht überstreckt und dann heb aus deiner rechten Hüfte langsam das rechte gestreckte Bein an. Halte das, stell dir vor, hinter dir ist eine Wand und jetzt kannst du kraftvoll gegen die Wand drücken. Ganz viel Kraft hier über die Beine, zwischen die Schulterblätter ziehen und dann hier lang zu bleiben. Ausatmen, das rechte Bein sinken. Heb jetzt langsam das linke Bein an, um es dann über die Ausatmung kannst du dich verlängern. Finde einen ganz tiefen Atem. Schieb den linken Fuß nach hinten, um hier über das linke Bein, über den Rücken Kraft, Weichheit zwischen die Schulterblätter zu ziehen. Ausatmen, linkes Bein zurück, Knie auf dem Boden in die Stellung des Kindes. Mach mit deinen Händen ein Kissen. Kannst hier im Schulterbereich weich werden, reinsinken. Und komm an bei dir selbst, bei dem Atem. Lass deinen Körper zur Ruhe kommen. Und dann bist du gleich bestens vorbereitet für den Delfin. Und Delfin ist eine sehr gute Position, um nochmal die Schultern zu öffnen. Es ist eine sehr kraftvolle Praxis, um auch mit deiner Körpermitte in Verbindung zu kommen. Dazu schieb die Arme nach vorn, atme ein, komm hoch in den Vierfüßlerstand. Und dann ziehst du schon mal die Unterarme auf den Boden. Das ist eine gute Vorbereitung später für den Kopfstand. Wichtig ist hier, dass die Ellenbogen genau unter den Schultergelenken sind. Also hier genau eine Linie. Verschränk mal die Finger. Da kannst du den kleinen Finger mit nach innen bringen und auch die Handballen zueinander. Das kannst du ausprobieren. Ist dir das zu eng, kannst du auch hier mehr Abstand reinbringen. Also ich übe immer mit Abstand. Probier das einfach für dich aus. Jetzt lass die Zehen aktiv, bleib auch hier in deinen Kurven, Kopf bleibt angehoben, dein Bauch ist super aktiv, halte das, schieb dein Gesäß zur Decke. Schau nach vorn, atme ein, ausatmen, schieb dein Kinn vor die Faust. Und dann geh wieder nach hinten. Einatmen, komm nach vorn. Ausatmen, zurück. Werd leer. Langes Einatmen, komm nach vorn. Ausatmen, zurück. Noch zweimal. Einatmen, nach vorn. Ausatmen, zurück. Letztes Mal. Einatmen, nach vorn. Ausatmen, zurück. Knie auf dem Boden in den herabschauenden Hund. Drück dich nochmal nach oben. Tiefe Atemzüge. Tief ein. Tief ausatmen. Dann lauf mit deinen Händen nach hinten zu deinen Füßen. Beug die Beine, komm bequem an als Vorbereitung für das Bodhanasana. Setz dich ganz bequem hin. Ich schenke dir meine kleine Umarmung. Lass den Atem zur Ruhe kommen und dann löse einfach mal die Füße. Kannst du schön locker mal nach links und rechts schaukeln. Und wenn du später in den Kopfstand gehst, gibt es eine Variante, wo du die Beine, die Knie zum Körper heranziehst. Dazu brauchst du Bauchmuskulatur und die kannst du jetzt nochmal spüren, wenn du die Schienbeine anhebst für das halbe Boot. Navasana, zieh die Schultern aktiv nach hinten, lass den Rücken lang und dann schieb einfach mal die Arme nach vorn. Schulter nach hinten ziehen, Knie heran, halte das. Schenk dir ein Lächeln, tief ein, tief aus. Das sind ein paar Yoga-Übungen, die ich dir empfehle, um mit dem Kopfstand vertraut zu werden, da wirklich auch den Körper vorzubereiten. Und dann sitz ganz bequem, schließ nochmal die Augen, richte dich auf. Bring mal die rechte Hand auf dein Brustbein, die linke Hand auf die rechte Hand. Nimm deinen Herzschlag wahr, das
pulsieren. Dann atme aus, öffne die Augen, komm bequem zum Liegen auf dem Rücken. Letzte Vorbereitungsübung für den Kopfstand. Leg dich ab, Wirbel für Wirbel. Stell mal bitte die Füße auf vor deinem Gesäß, hüftgelenksbreit, und dann streck dein rechtes Bein hoch zur Decke. Genau. Verschränk die Finger hinter deiner rechten Oberschenkelrückseite. Die Übung soll dir nochmal helfen, Aufmerksamkeit in die Beinrückseiten zu bekommen. Und es ist eine schöne Möglichkeit, auch mit gestreckten Beinen in den Kopfstand zu gehen. Das ist mein Favorit. Schließ die Augen und dann schieb aktiv die linke Ferse nach vorn. Streck dein linkes Bein langsam nach vorn aus. In deinen Möglichkeiten erde dich über die linke Ferse und dann kannst du aus deinen Hüften beginnen, in die Dehnung hineinzugehen. Eine Ausatmung, geh von der Mitte ins Außen. Dehn dich aus. Beobachte mal den Unterschied, wenn du jetzt die Oberschenkelrückseite in die Handflächen drückst. Damit kriegst du mehr Aktivität, öffne die Augen. Und jetzt schau dir mal den rechten Fuß an. Du bist hier 90 Grad, Schienbein spannt. Das ist auch die Position später dann im Kopfstand. Jetzt wandere mit deinen Händen höher, heb den Oberkörper an, erde dich über die linke Ferse, schließ gern mal die Augen, zieh die Ellenbogen auseinander. Jetzt kannst du dich von deiner Rückseite ein bisschen höher atmen. Ist nochmal eine Verbindung zur Körpermitte, die kannst du ja schaffen, die Beine aktiv dehnen, all das als Vorbereitung für den Kopfstand. Und dann ausatmen, langsam auflösen und ausstrecken. Gönn dir Raum für ein Durchatmen. Und jetzt bist du bereit für die linke Seite. Heb mal bitte dein linkes Bein an. Du kannst schon mal die rechte Ferse auf den Boden drücken. Heb das linke Bein an, verschränk die Finger und schieb den Ballen, die Ferse hoch zur Decke. Entspann die Gesichtsmuskeln, versuche auch mal die Zehen locker zu lassen, aber den Großziehballen, die Ferse nach oben zu schieben. Und damit schaffst du Stabilität in den Beinen, aber auch in deiner Körpermitte. Und dann öffne bitte die Augen, heb den Oberkörper an, kannst die Dehnung unterstützen, indem du hier bitte die Waden nochmal in die Handflächen drückst, die Arme leicht beugen, entspann die Gesichtsmuskeln. Und spür jetzt wirklich die Kraft, die Körpermitte, die Hitze, all das, was du später gleich im Kopfstand nochmal intensiv erleben wirst. Ausatmen, langsam zurück, auflösen und nochmal bitte auf. Spür einen Moment nach, schenk dir ein tiefes Durchatmen. So ein Moment der inneren Einkehr, eine innere Einkehr und gleich wird es eine Umkehrhaltung, so eine Umkehr. Und dann kommst du über die Seite hoch zum Sitzen. Setz dich mal bequem hin, weil wir hier jetzt zwei Möglichkeiten zeigen, um in den Kopfstand zu gehen. Erste Möglichkeit zeige ich dir. Also wichtig ist, du musst den Auflagepunkt deines Kopfes finden. Wenn du den Kopfstand schon bringst, kannst du direkt mitmachen. Ansonsten, wenn du das Video das erste Mal anschaust, schau dir erst unsere Demo an und dann kannst du das für dich nochmal zurückspulen und dann entsprechend mitüben. Finger verschränken, Ellenbogen unter die Schultergelenke und hier drückt die Unterarme auf den Boden. Leg die Krone des Kopfes ab, streck die Beine und dann lauf ein bisschen ran. Aktive Füße und jetzt ohne zu springen,
Zieh die Knie heran, aktive Füße. Zieh die Knie über die Hüftgelenke. Da habe ich auch gut zu tun und dann kannst du die Beine strecken. Reden ist schwierig. Füße aktiv. Gewicht verteilt auf Ellbogen, Krone des Kopfes und auflösen. Gut. Holala. Stellung des Kindes. Das ist die erste Variante. Persönlich finde ich die zweite leichter. Und die zeigt dir Britt. Der Einstieg ist genauso. Du kommst an einem Vierfüßlerstand. Zieh die Unterarme auf den Boden, verschränk die Finger. Und achte nochmal auf die Ellenbogen. Leg dann die Krone deines Kopfes ab. Und wichtig ist, du verteilst das Gewicht gleichmäßig auf deinem Kopf und auf den Ellenbogen. Jetzt kannst du beginnen, die Beine zu strecken. Drück die Unterarme, halte die Länge in den Schultern und dann kannst du ein Stückchen näher heranlaufen. Du siehst, ich stütze hier, du könntest das auch an der Wand praktizieren. Halte das und eine schöne Möglichkeit ist, jetzt heb ein Bein an. Stell dir vor, nach oben zu schieben und dann ziehst du das andere Bein aus deiner Körpermitte langsam nach. Genau. Du kannst hier verweilen. Tief durchatmen, die Augen sind geöffnet. Auflösen, langsam bring ein Bein zurück, halte das, ablegen und dann das andere Bein dazu bringen. Stellung des Kindes. Dann komm ganz bequem zum Sitzen in die Aufrichtung. Die Hände nochmal locker ablegen auf den Knien. Spür einen Moment nach. Du kannst dir jetzt den Ablauf nochmal anschauen oder auch einfach nochmal die Praxis wiederholen. Kopfstand ist einfach eine Übungssache. Du kannst den Kopfstand im Raum üben, das ist wichtig. Das gibt viel mehr, braucht mehr Mut, aber der Lernerfolg ist größer, als wenn du das an der Wand übst. Am Anfang ist die Wand ganz gut, aber dann später löst dich vor allem auch von der Wand. Wichtig ist auch, dass du die Ringe beim Üben ablegst, dass falls du doch mal über die Finger abrollst, du dich hier nicht verletzt. Dann öffne mal die Augen, bedanke dich bei dir selbst für die Praxis. Hat den Spaß gemacht, dir den Kopfstand zu zeigen. Du brauchst jetzt noch nicht abschalten, weil wir haben noch einen Kopfstandhocker mit und den möchten wir dir noch kurz vorstellen. Den habe ich ganz neu, bin gerade am Ausprobieren. Zeigst du es mal, Britt? Und jetzt können wir dir mal zeigen, der Kopfstandhocker wird empfohlen für Leute, die Probleme in der Halswirbelsäule haben. Der Kopfstandhocker ermöglicht dir, dass du kein Gewicht auf der Halswirbelsäule hast. Okay, du bringst den Kopf da rein einfach, dass du das mal siehst, wie leicht auch der Kopfstand sein kann mit Unterstützung. Lauf heran, Technik genauso. Kopf ist schwer, zieh ein Bein nach oben, ein anderes Bein dazu und so einfach kannst du hier in den Kopfstand gehen. Es gibt schöne Varianten, du kannst mal die Beine grätschen, dich verlängern. Ist auch im Akro-Yoga ein schönes Hilfsmittel, um nochmal mit der Technik vertraut zu werden. Dann die Füße mal zusammenbringen, Fußsohlen zusammen.
Also hier, du siehst, man kann auch im Kopfstand ganz spielerisch praktizieren, die Knie zusammenbringen. Erstmal die Knie näher heranziehen. Das ist eine Kraftübung, jetzt hier den Rücken stabil zu halten. Und von hier aus siehst du es nochmal, die Knie über die Hüften bringen, das halten, Länge schaffen, so wie ich es dir vor uns gezeigt habe. Und dann nur die Beine strecken. Und das ist die Technik, die kannst du hier mit diesem schönen Hocker ganz gut für dich zu Hause üben. Es macht auch einfach nur Spaß. Und dann nochmal die Beine beugen und dann herausgehen. Wo es die Teile gibt, habe ich dir auch in der Beschreibung beigefügt. Mir macht Spaß. Es ist eine schöne Variante, auch um den Kopfstand für sich zu entdecken. Danke für die Praxis. Hab einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Kopfstand Shirsasana. Namaste. Ready? Gut, oder? Danke. Schöner Kopfstand-Lehrgang. Hoffentlich hat es aufgenommen. Und? Ja, sehr gut.